So, meine Freunde, da bin ich wieder. Zurück zu Assassin's Creed. Und verdammt nochmal, ich habe einfach keinen Eingang hier dahin gefunden. Wenn ich von hier dahin springen möchte, dann falle ich knapp da drunter und das klappt einfach nicht. Von daher lassen wir das erstmal aus. Wir kommen sicherlich später dahin zurück. Wir werden jetzt noch hier den Aussichtspunkt erklimmen. Hier nochmal eben schnell den Steckbrief abreißen. Ich habe gerade zwei Eier gegessen. Mit Kaviarcreme. Lecker, lecker. Ich liebe Kaviarcreme. Und hartgekochte Eier natürlich. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr hartgekochte Eier lieber esst oder lieber so schlabbrige, weiche, halbrohe Eier. Das würde mich mal interessieren. Weil es gibt mehr Leute, also ich kenne mehr Leute, die sagen, wenn, dann müssen die noch schön schleimig sein. Aber ich denke mir so, warum will ich denn schleimige Eier essen? Wenn ich mir mal Eier koche, was ja auch relativ selten vorkommt, dann haue ich mir immer, was weiß ich, 3-4 Eier in den Kochtopf und koche die einfach mal 10, 15 Minuten lang. Dass ich auch ja sicher gehen kann, dass die Dinger hart gekocht sind. Weil ich hasse es wie die Pest, wenn die noch irgendwo an irgendeiner Stelle weich sind. Da kriege ich die Kratze bei. Das ist widerlich ohne Ende. So, wir müssen da hinten hin und auf unserem Weg werden wir bestimmt eine Codex-Seite finden. Eine der restlichen 7. Also schreibt mir in die Kommentare, wie ihr doch mal eure Eier esst. Vielleicht essen manche ihre Eier auch roh. Oder so. Mal gucken. Das soll ja auch sehr nahrhaft sein, rohe Eier. Das müsst ihr mal probieren. Das habe ich mal gemacht, das Rezept habe ich von jemandem. Das ist nicht wirklich ein Rezept, das ist einfach irgendwie widerlich, aber trotzdem kann man das mal essen. Also früher habe ich es ab und zu mal gegessen. Inzwischen möchte ich es auch nicht mehr wirklich essen. Und zwar, wenn man... Oh, Schluck auf. Wenn man ein rohes Ei hat und das rohe Ei dann trennt in Eiweiß und Eigelb. Und dann nimmt man das Eigelb, macht es in eine Tasse und macht da ganz viel Zucker drauf. Ah, eine Feder. Macht da ganz viel Zucker drauf und verrührt dann das rohe Eigelb mit dem Zucker. Das müsst ihr mal probieren. Das habe ich früher ab und zu mal gegessen. War ganz angenehm lecker, weil es so elendig süß war. Aber ich glaube, heute würde ich mich da nicht mal rantrauen. Aus dem Alter bin ich halt irgendwie raus. Hey, warum nimmst du eigentlich immer die Dings? Attentat! Wollt ihr wirklich, dass ich mein Schwert ziehe? Das wäre das... Na? Zum Glück, rennt einfach mal alle um. Wie sie alle Angst haben plötzlich. So, wo geht's weiter? Ich bin gerade beim Regen. Lohnt es sich? Nee, lohnt es sich nicht. Aber da wir eine Codex-Seite haben, können wir direkt zu Leonardo. Und den schüsseln lassen. Trotz der schönen Worte, nicht besser als die Tiere in der Wildnis. So. Laufen wir mal hier lang. Ach, guck mal, hier kann ich noch gar nicht lang. No, ich bin auf eurer Seite, ehrlich. Ich habe höchsten Respekt vor euch, Signore. Was wollt ihr denn? Los, geh in die Mauer! Ich kann hier noch nicht lang. Hier kann ich noch nichts machen. Interessant. Krieg ich den Geldsack? Krieg ich den Taschendieb? Weiß ich nicht, bis da, aber den... Krieg ich jetzt... Obwohl, vielleicht doch. Gehen wir mal gucken. Taschendiebe und so. Komm ran! Na los, komm her. Bin ganz schön nah an dich rangekommen.
so ein geiler Typ. Wie hab ich das denn gemacht? Hier, nehmt es einfach. Aber lasst mich, guter Herr. Das war nicht schlecht. Das war der Stunt, Alter. Warte, ich glaube, es ist Sonntag. Es ist Sonntag. Und es ist jetzt 15 Uhr. Ich glaube, ich werde heute noch richtig, richtig viel Assassin's Creed spielen und aufnehmen. Dann schon, weil ich jetzt irgendwie gerade richtig Bock habe, wieder Assassin's Creed zu spielen. Es ist die Pflicht aller loyaler Bürger Venedigs zu kooperieren und hey. Zur Strecke zu bringen. Oh. Tod oder in Ketten enden, wenn er so weitermacht. Wäre ich bloß zu Hause geblieben. B! Jetzt sind die weg! Alter. Mich, bitte! Tötet mich nicht! Porco Demonio! Zeit zu gehen! Verschont mich, bitte! Tötet mich nicht! Ich bin unschuldig! Ihr wollt Aufmerksamkeit? Porco Demonio! Ich hasse es, wenn ich irgendein dahergelaufen hätte. Hat irgendwie nicht so geklappt gerade, aber gut. Haben wir halt 500 verloren, macht mir nichts. Da ist noch ein Steckbrief. Tschüss. Weiß man den ab, sind wir wieder anonym. Wunderbar. Das war die Ernte ein. Na, mal gucken, was wir hier so finden. 100. Ha, bist du ein Gaukler? Willst du uns unterhalten? Bist du doof? Sehr komisch. Willst du mal sehen, du mieser kleiner Scheißkerl? Willst du auf einer Pike enden? So wie der letzte, der mir schräg kam? Das kannst du haben. Probieren wir nochmal. Ich meine es todernst, Bronzo. Gleich platzt mir der Kragen. Und das möchtest du ganz sicher nicht miterleben. Ich weiß nicht, wer du bist oder wo du herkommst. Aber mach so weiter und ich schlag dich zu Klump. Ja, ja. Ich müsste übrigens mal wieder zum Arzt. Es wird Zeit. Na? Ja, ich bin ja schon weg. Hep. Und hep. Und tschüss. Ah, nun komm. Nee, dann nicht. Dann da lang. Hier um die Ecke. Hier. Perfekt. Leonardo. Leonardo. Ezio, es ist gut, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Warme Cola schmeckt nicht. Aha, wir müssen diese Buchstaben umstellen. Hier, das war's. Alter, ich nehme dich einfach mal mit auf die Glyphenrätsel, ja? Ich glaube, du machst das viel schneller als ich. So, aber jetzt zurück zum Änderungsanfang. Wir müssen langsam hier mal Dampf machen. 3 Folgen düppeln wir jetzt hier durch die Gegend, ey. Ach ja. Das hier ist ja jetzt unser Palazzo. Ey! Rosa! Ciao, bello mio. Come stai? Bist du schon wieder zurück? Küss dir. Desolato, mia cara. Aber ich komme nicht zum Vergnügen. Ich muss Antonio sprechen. Es ist dringend. Antonio! Ezio ist hier! Ezio, ist alles in Ordnung? Carlo Grimaldi und die Barbarigo stecken mit einem im Bunde, den sie den Spanier nennen. Sie wollen den Dogen ermorden und durch einen der ihren ersetzen. Dann hätten sie ganz Venezia und die gesamte Flotte in ihren Händen. Und mich nennen sie kriminell? Dann werdet ihr mir helfen. Ich stehe auf eurer Seite, Bruder. Und mit mir all meine Männer.
Und Frauen. Grazie, amici. Aber Ezio, ich muss euch warnen. Diesmal wird es nicht so leicht. Der Palazzo Ducale ist das schwerstbewachte Gebäude in Venedig. Ich komme überall rein. Und deshalb lieben wir dich, Ezio. Kommt, sehen wir es uns an. Uns fällt schon was ein. Ich glaube, sie hat da was anderes gedacht. Oder die beiden hatten schon. Kann natürlich auch sein. Ach Mensch, Palazzo Ducale, da wollten wir doch rein, verdammte Scheiße. Vielleicht konnten wir deswegen da nicht rein. Vielleicht war das Absicht vom Spiel. Dann hasse ich es, aber... Blödes Scheißspiel. Mit dem Dogen. Schlimm. Obwohl mich ein solcher Verrat nicht mehr überrascht. Mhm. Als ich klein war, erzählte man uns der Ach so, schade. Sei gut und gerecht. Und ich glaubte es auch. Obwohl mein Vater nur ein Schuster war und meine Mutter eine Küchenmagd, strebte ich nach Höherem. Ich lernte fleißig, war beharrlich. Aber der Adel gab mir keine Chance. Wenn man nicht als Adliger geboren wird, wird man nicht akzeptiert. Also frage ich euch, Ezio, wer sind die wahren Edelleute Venedigs? Männer wie Carlo Grimaldi und Marco Barbarigo? Nein. Ich sage euch, wir sind es. Die Diebe und Söldner und Huren. Während wir arbeiten, um die Stadt und ihr Volk zu retten, machen die Adligen sie zu ihrem Spielball. Oh, wir müssen uns übrigens bewegen. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass wir uns dachte, er labert uns einfach zu und dann passiert wieder eine Cutscene oder so. Ich wollte mal angeben. Ey, schubst mir nicht, bist du behindert? Wir müssen den Palazzo sorgsam erkunden. Jeden Winkel. Wir müssen einen Weg finden. Ich weiß von einem hohen Kirchturm hinter dem Palazzo. Oder vielleicht können wir die Rückseite der Basilika erklimmen. Habt ihr eine Idee? Ich schätze, die Vordertür scheidet aus. Va bene. Die Vordertür probieren wir auch, Klugscheißer. Ach, los geht's. Wollen wir mal gucken. Ich habe ein Elixier aus Blei und Granatapfel gebraut. Ach nee, das ist gar nicht der. Schade, das ist doch... Doch, das ist der. Interessant. Genau hier wollte ich hin. Aber irgendwie sieht der jetzt anders aus, kann das sein? So ein bisschen? Hm. Ich glaube, bei der Quest war hier hinten ein Baugerüst. Und so konnte man... Loslassen! Soll ich dich loslassen? Ich bin unschuldig! Ich mag's nicht, wenn dicke Leute Äpfel essen. Ja, genau hier. Das meinte ich. Da, Feder. Das Klimpern, das Glitzern gehört und frage mich, hey, ist hier eine Hilfe? Aber nee, war nur eine Feder. 13 Federn, Mensch. So, hier waren wir beim letzten Mal aber auch. Aber wir sollten hier gar nicht hoch. Wir sollten dahin. Na Gott sei Dank sind wir hier trotzdem hochgeflogen. Ja, warten wir mal. Vielleicht sind wir ja gleich anonym. Kommst du jetzt mal her? Danke.
Also, was denkt ihr? So werden wir nicht hineinkommen. Sie haben Zeit, den Dogen zu ermorden, bevor wir an all diesen Wachen vorbei sind. Gut. Mal gucken, wo wir jetzt hinlaufen müssen. Alter, wie doof du bist, ne? Ohne Spaß. Müssen wir echt hier hochklettern jetzt. Komm jetzt ran hier. Seht nur, überall Bogenschützen. Und die Mauern auf dieser Seite sind unmöglich zu erklimmen. Da war ich wieder schneller als das Spiel, ich glaube jetzt. Alter, ist das dein scheiß Ernst? Oh, super. Wollte ich nicht hin. Ich wollte hier auf die andere Seite. Jeder hat sich an diese neue Regelung zu halten. Kommen wir jetzt zum Bau. Nein, 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 nicht ins Wasser. Weil wenn er ins Wasser springt, ist er tot. Aber ich glaube, das weiß er. Ich glaube, er springt nicht ins Wasser. Komm schon hierher. Geh weg! Per Dio, aus welchem Räuberloch bist du denn gekrochen, Buffone? Komm, Freunde, ich habe heute frisch gefangene Igel. Wer braucht einen Ananas? So, hier nehme ich das Gerüst. Ben, wir haben Glück. Diese Gerüste sehen nach dem perfekten Weg zum Dach der Basilika aus. Sollen wir? Ja, da war ich schon. Komm, machen wir nochmal. Ist ja nicht so schlimm. War ich halt echt schneller zu spielen, ne? Es hört sich immer an, als er gleich stirbt. Aber ich wette, da der Spanier gesehen hat, da der Spanier uns gesehen hat und wir alles mitbelauscht haben. Ezio, seht! Ist er das nicht? Grimaldi! Versteht ihr nicht, was ich euch anbiete, Signori? Hört auf mich bitte. Dies könnte eure letzte Chance sein. Ihr wagt es? Verzeiht, verzeiht. Ich wollte wirklich nicht, ich sorge mich nur um eure Sicherheit. Uns geht die Zeit aus. Wir kommen nicht durch dieses Gitter. Und es sind überall Wachen. Diavolo! Hier lang. Es ist unmöglich. Menschen kommen weder rein noch raus. Nur Vögel. Ja, Vögel. Wo geht ihr jetzt hin? Zu meinem Freund Leonardo. Carlo Grimaldi. Nachdem er seinen Palast in Monaco aus politischer Machtgier verließ, wurde Carlo schnell ein wichtiger Gast an den Tischen des venezianischen Adels. Sein Ruf, diskret zu sein, ermöglichte den Eintritt in die Hinterzimmer. Und so schaffte es der Schuft in den Rat der Zehn. Während er den Ratsführenden Ignazio Contarini besuchte, traf Carlo auf Ignazios Tochter. Da sie dringend Hilfe brauchte und seinen vertrauenswürdigen Ruf kannte,
vertraute sie sich ihm an. Ihr Vater hatte ihre Ehe arrangiert und sie wollte mit einem der Diener davonlaufen. Sie liebten sich schon, seit sie Kinder waren. Sie planten, ein neues Leben in Mailand zu beginnen, um frei von ihrem Vater zu sein. Carlo schlug eine sofortige Aktion vor. Eine Flucht per Schiff in dieser Nacht. Die beiden Liebenden folgten seiner Anweisung und als sie die Planke überschritten, waren sie frei. Jedenfalls, bis Ignacio an Deck erschien. Carlo wurde für seine Loyalität zur Contarini-Familie belohnt. Die wahre Liebe? Na, sie einfach selbst. So, schade. Aber so ging das damals halt. Carlo Grimaldi. Ach, hab ich doch schon. Nachdem er sein... So, also ab zu Leonardo. Jetzt haben wir's. Wir fliegen dahin. Na, endlich. Hör auf, zu was zu tragen. Die Truhe ist schon wieder voll, so eine Scheiße. Und wir haben schon wieder Überlänge. Okay. Also, wir beenden hier die Aufnahme. Geh weg. Wir beenden hier die Aufnahme. Ich laufe eben nach Montreal Johnny rüber. Hol das Geld und dann sehen wir uns gleich vor Leonardos Werkstatt wieder. Alles klar? Gut, bis dann. Tschüss.